Hi Leute, heute nehme ich euch mal mit auf meinem ersten Stellplatz. Und du willst wissen, wo ich das erste Mal war? Das war 2014 am Stellplatz an der Mosel in Grach. Das war der Stellplatz oder ist der Stellplatz Sandpark. Und das liegt bei Bernkastel-Kues. Und da an dem Platz ist immer was los. Und ja, der hat, glaube ich, auch auf von März bis Oktober, der Stellplatz. Kostet, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich will eh nichts falsch sagen, aber 12 oder 13 Euro mittlerweile. Und ja, allerdings inklusive Wasser. Strompauschale gibt es da irgendwie, kann man hier alles nachlesen. Sandpack, Krach und Hunde sind erlaubt. Ist direkt an der Mosel gelegen. 120 oder 80 Reisemobile, 80 bis 120 Reisemobile hin. Wir haben auch eine Festwiese, dort kann man eine Veranstaltung machen. Also ein kleines Treffen. Da gehen bestimmt 30 Wohnmobile hin. Da waren schon welche aus Holland da zum Beispiel oder die Rapido-Freunde-Gruppe war schon da. Und da ist eigentlich immer was los. Das ist auch nicht so weit in die Stadt oder in das Dorf. Krach ist nicht weit. Über der Hauptstraße kann man auch, glaube ich, durch den Tunnel. Ja, genau, durch den Tunnel. Und dann ist man schon mit in der Stadt oder Dorf. In Krach selber gibt es an verschiedenen zu verschiedenen Jahreszeiten Weinfeste, vor allem aber eben im Herbst. Und da ist dann immer was los, da geht es richtig ab. Und ja, da sind so die Straußenwirtschaften sind dann offen oder Weinhändler haben dann offen. Und da gibt es Winzersteg und Käseplatten, Wurstteller, sagen wir in Hessen. Und da ist immer was los und Weinproben, genau. Und in die Stadt. Die Stadt Bernkastel-Kues ist nicht weit, das sind 2 Kilometer. Meistens laufen wir die, kann man mit dem Schiff auch hinfahren. Hier am Stellplatz ist ein Anlegepunkt. Wenn man da mal winkt, kommt dann auch das Schiff auch angefahren. Und die nehmen einen dann mit. Und ja, wir waren da schon in Gruppen hingefahren, dann geht das schon. Ja, ansonsten Fußweg geht da lang, Radweg geht da lang. Das sind ca. 2 Kilometer, da ist man in Bernkastel-Kues. Bernkastel-Kues ist eine sehr alte Stadt, viel Fachwerk, diese Bruchsteinhäuser, Weingegen halt. Gibt es auch das kleinste oder schmalste Haus, das hat unten 1,40, 1,50 in der Breite. Heute ist jeder begehbare Kleiderschrank ist breiter. Und nach oben hin wird es nicht, nach hinten wird es breiter. Also das Grundstück und das Haus wird auch breiter. Und nach oben ist es auch über die Straße gebaut, in so Terrassen ein Stück schon raus. Das ist dann auch länger. Aber wie gesagt, das schmalste Haus nennen die das. Und dort ist viel Fachwerk. Eine Kirche von, ja, oben auf dem, da gibt es noch einen Berg. Oben, da ist eine Burg, die jetzt heißt, weiß ich gar nicht. Kann man auch mit dem Bus hochfahren. Da gibt es so einen Sightseeing-Bus. Kann man hochfahren. Und das ist jetzt eine Jugendherberge, genau. Und wenn man aus dem Tunnel rausfährt, vom Land her, durch den Tunnel und kommt bei vielleicht schlechterem Wetter in der Schlucht, wo so dunkel ist, kommt dann bei Sonnenschein da aus dem Tunnel und sieht das alles wunderbar. Ne? Das wird gleich wieder fit. Trinkt man Doktorwein, dann geht's wieder. Ne? Alles klar, Doktorwein am Weinkeller, geht hier rüber, da geht's ab. Doktorwein ist nicht schlecht. Alles gut. Wie sagt man, wo die Traube ist, ist der Wein nicht weit. Kemper, du wolltest wissen, was beim ersten Mal noch wehtat? Ja, wie es so ist, beim ersten Mal so mit so einem gemieteten Wohnmobil, das wird jeder kennen, oder überhaupt mit dem eigenen, ist ja jetzt egal, mit dem Wohnmobil überhaupt auf so einem Stellplatz zu fahren, auf Keile, Stromversorgung anschließen und. Es wird doch überall, von überall her geguckt. Und ja, beobachtet, was man so macht. Und speziell, wenn man sieht, dass das ein Mietfahrzeug ist, gucken die dann, was treibt der da jetzt und so. Aber das kriegt man ja alles gebacken. Ich bin 2014 mal wieder auf eine Tour gegangen mit einem gemieteten Wohnmobil. Ungefähr ca. 10 Jahre vorher schon mal mit einem nach Italien, Venedig und die Toskana. Das war dann 97 vielleicht. Dann hier, wie gesagt, 2014 mal wieder. Und da hatte ich mal eins gemietet, das war damals ein Knaus. War auch so ein
Fahrzeug, was später als unser Vorführwagen oder so. Das Auto sollte damals 1000 Euro kosten, so wie ich die Ausstattung da hatte. War aber nur 6 Meter lang. Wäre ja sowieso zu eng für mich gewesen. Gut, dann habe ich mir dann Ende des Jahres dann eingekauft. Und also wie gesagt, mit dem 2014 Gemietfahrzeug war ich Pfingsten oder Ostern auf dem Stellplatz gefahren. Das war dann in Krach, Sandpark, bei Bernkastel-Kues. Dort habe ich den Dieter und die Petra kennengelernt, die damals noch mit einer Leica gefahren sind. Mit den beiden bin ich heute noch befreundet. Wir sehen uns öfters im Yama und vielleicht 3 bis 6 Mal. Jo, wir sind heute noch zusammen, wir treffen uns heute noch und es macht mir wieder Spaß. Und ja, da gibt es viel Gastronomie, Bekleidungsgeschäfte, also eigentlich alles und Döner, Pizza, Eisalon, Kaffee, ja, Kuchen, alles. Da gibt es eigentlich alles dort und ja, das ist schon sehr schön da in Bernkastel-Kues und eben ja, das Riesenrad, was da steht und da ist extrem viel los, zumindest sonntags und so und Feiertage oder am, ja. Besten. Ja, das ist so das, was man hier machen kann. So, das soll es für heute mal gewesen sein. Dann schalten wir wieder ein. Wenn es heißt, ein guter Camper, kostenlos und günstige Stellplätze. Oder beim ersten Mal tat es nicht weh. Gute, tschüss.